Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir meine besten 8 Fernseher unter 200 Euro. Bleib bis zum Ende dran, um den passenden für dich zu finden. Alle Fernseher findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Alle heutigen Modelle haben eine Größe von 32 Zoll, sind sehr zuverlässig und zu empfehlen. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes haben wir den Dion Smart 32 XT Fernseher. Hier genießt du brillante Farben und gestochen scharfe Bilder. Der Fernseher ist einfach zu bedienen und hat Streamingdienste wie Netflix oder Prime Video schon vorinstalliert, wozu auch auf der Fernbedienung Buttons zu finden sind. Apps wie zum Beispiel Deezer, YouTube, Facebook und Twitter sind auch schon vorinstalliert. Dank HD Triple Tuner empfängst du mit dem Dion TV das bestmögliche Fernsehbild. Mit HBB TV, die rote Taste auf der Fernbedienung, bekommt man zu allen Serien und Filmen interessante Zusatzinformationen. Und ob HDMI-Anschluss oder USB-Stick, mit diesem Fernseher gibt es eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Der Dion Smart 32 XT Fernseher ist seit April 2020 erhältlich und ist momentan auf 199 Euro reduziert. Gehen wir weiter zum GQ L32 H7N Fernseher. Mit diesem rahmenlos designten Fernseher hat man besonderes Kinofeeling. Neben dem eleganten Design ist auch die Tonqualität mit Dolby Stereo Sound herausstechend. Auch hier sind unter anderem Prime Video, YouTube und Netflix für die Unterhaltung vorinstalliert. Ein starker Prozessor mit 4 Kernen sorgt für Leistungsfähigkeit und ruckelfreies Bedienen. Per Bluetooth kannst du hier eine Soundbar oder Kopfhörer verbinden. Von der Preisleistung überzeugt der GQ L32 H7N Fernseher, er kostet 189 Euro. Dann haben wir den Hisense 32 AE5500F Fernseher, mein persönlicher Favorit. Der elegant designte rahmenlose Fernseher mit 2 Standbeinen bietet eine hervorragende HD-Auflösung mit LED-Bildschirmtechnologie. Hier genießt du fesselndes Home Entertainment mit Sound von DBX TV, was die Klangqualität einer Soundbar verspricht. Der Bildschirm hat weiterhin eine Rauschunterdrückungstechnologie für ein sauberes Bild sowie Farboptimierung durch die Depth Enhancer Technologie. Auch hier wirst du mit Streamingdiensten wie Prime Video, Netflix, YouTube und DAZN versorgt. Dafür kostet der Hisense 32 AE5500F TV mit 205,99 € auch etwa 6 Euro mehr als das vorgegebene Limit dieses Videos, trotzdem absolut zu empfehlen. Kommen wir dann zum Techwood H32 T52E Fernseher. Auch mit integrierten Triple Tuner und LED Bildschirmtechnologie. Hier hast du Apps wie Prime Video, Netflix, MaxDome, YouTube und weiteres vorinstalliert. Der Techwood Smart TV ist mit Alexa kompatibel und es gibt auf der Fernbedienung eine HBB TV Taste, um auf Zusatzangebote der Sender zurückzugreifen. Verbinden kannst du unter anderem auch mit HDMI und USB. Der Techwood H32 T52E Fernseher kostet 199,99 €. Weiter geht's mit dem Telefunken D32H551-1N1CWI. Dieser HD Smart TV ist mit der LED-Technologie und bietet mit Dolby Digital Plus ein perfektes Sounderlebnis für zu Hause. Auch hier profitierst du von einem Triple Tuner und genießt all deine Fernsehprogramme ohne zusätzlichen Receiver. Genieß auch hier Netflix, Prime Video oder YouTube. Aber auch um per WLAN zu shoppen, spielen oder auf Social Media zu gehen, bleibt dir offen. Auch der Telefunken-Fernseher ist mit Alexa kompatibel und lässt sich so zum Beispiel ein- und ausschalten, leiser und lauter stellen oder auf ein anderes Programm umschalten. Der Telefunken-Fernseher liegt preislich bei 199 Euro. Dann haben wir den Dion Live 32 Pro. Dieses 2021er Modell bietet schöne HD-Qualität, Triple-Tuner sowie modernste LED-Technik. Es gibt hier ausreichend Anschlüsse, um deine Devices mit dem Fernseher zu verbinden. Und auch über einen USB-Anschluss verfügt der Fernseher, um runtergeladene Filme, Songs oder Bilder zu genießen. Und auch Prime Video, Netflix und YouTube sind hier vorinstalliert. Der Dion Live 32 Pro ist erhältlich für einen Preis von 179,99 €. Als vorletztes stelle ich dir den RCA RB32 H1 vor. Auch mit LED-Bildschirmtechnologie, Triple Tuner und HD-Ready-Qualität.
Du brauchst also auch hier keinen Receiver für deine Lieblingssendungen. HDMI-Anschluss sowie USB-Slot sind vorhanden. Auch der RCA RB32H1 ist ein empfehlenswerter Fernseher und kostet 199,99 €. Als letztes haben wir noch den reduzierten Philips 32 PHS 5525 TV, der es damit auch unter die 200 € geschafft hat. Dieser HD-LED-TV sorgt mit Pixel Plus HD für scharfe Bilder, optimierte Bildqualität und tolle Kontraste. Die Full-Range-Lautsprecher versprechen lebendigen Sound. Verbaut sind hier unter anderem ein USB- und zwei HDMI-Anschlüsse. Der Philips-Fernseher aus dem Jahre 2020 in der Farbe Mittelsilber kostet aktuell 199,99 €. Das waren meine Fernsehfavoriten des Jahres, welche für unter 200 € zu haben sind. Ich hoffe, du hast einen Fernseher für dich finden können. Alle Fernseher habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, abonnier doch noch den TechMars Channel, um auch in Zukunft immer die besten Technikprodukte verschiedener Bereiche kennenzulernen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.